Hi Leute, herzlich willkommen zurück hier auf custombricks.de. Heute geht es um das Untech Talk und zwar geht es hier um ein Quick Review. Quick Review deswegen, weil ich das Gehäuse im Zuge eines neuen Builds heute mal ausgepackt habe und euch eine kurze Übersicht über die Qualität und die Möglichkeiten mit dem Gehäuse geben möchte. Das Gehäuse ist auf alle Fälle super verpackt. Und so viel befindet sich auch gar nicht an Zubehör in der Verpackung mit drin. Lediglich ein paar Schrauben und natürlich das Tempered Glas für die Seitenteile. Die 4 mm starken Tempered Glas Seitenteile liegen hier sicher in der Verpackung und eine Zerstörung durch den Transport ist hier so gut wie ausgeschlossen. Auch das Gehäuse liegt gut gepolstert und abgestützt in der Verpackung und somit ist auch hier eine Beschädigung durch den Transport so gut wie unmöglich. Nimmt man das Untech Talk aus der Verpackung, fällt einem sofort die hohe Verarbeitungsqualität auf. Der Hauptrahmen besteht aus 3 mm pulverbeschichteten Aluminium, die Seitenteile, also die Teile in der Front und oben auf dem Top, sind aus 2 mm starkem Aluminium ebenfalls pulverbeschichtet und die Abdeckungen hinter den Tempered Glas Seitenteilen, die jetzt hier auch weiß sind, sind auch aus 3 mm Aluminium gefertigt. Kommen wir zu einem negativen Punkt, der mir sofort ins Auge gesprungen ist, der aber konstruktionsbedingt eigentlich fast nicht änderbar ist. Fasst man das Gehäuse an der obersten Spitze an und bewegt es mal nach links und rechts, sieht man, wie stark es flext. Das Ganze ist natürlich mit den Seitenteilen nicht mehr so stark vorhanden, ist aber halt ja konstruktionsbedingt durch dieses offene Design eigentlich ja auch nicht groß zu ändern. Das Tempered Glas wird durch 4 gummierte Unterlagen geschützt und an 4 Punkten am Gehäuse verschraubt. Besonders gut gefällt mir der Zugang für die Lüfter- oder Radiatormontage. Das Frontblech ist hier im Handumdrehen demontiert. Eine Schraube lösen, 3 Schrauben lockern und das Blech kann einfach nach oben runtergenommen werden. Das gleiche gilt für die obere Abdeckung. 4 Schrauben gelöst und ihr könnt den Deckel abnehmen und habt Zugang zu euren Lüftern oder den Radiatoren. Platz für auch riesige Netzteile und Kabelmanagement ist hier auf alle Fälle genug. Wie ihr seht, habt ihr dort unten richtig viel Raum, um eure Kabel optimal zu verlegen. Oder halt auch extrem große Netzteile bzw. extrem lange Netzteile zu verbauen. Auf dem Mainboard Tray befinden sich verschiedene Montagelöcher, um zum Beispiel auf der Rückseite SSDs oder halt hier auf der Front Pumpenhalter oder Ausdiskbehälterhalter zu montieren. Das Frontpanel ist hier mit einem USB-C, euren Audioanschlüssen, einem Powerknopf und 2 USB 2.0 Anschlüssen ausgestattet. Wie ihr seht, hat Untech sich hier den Reset-Knopf gespart. Ihr findet hier auf dem Panel lediglich den Powerknopf. Auf Bildern wirkt das Untech Talk immer ziemlich klobig, das ist es aber ganz und gar nicht. Mit 621 mm Länge, 285 mm in der Breite und 644 mm in der Höhe bietet es Platz für 2 360 mm Radiatoren und Mainboards im ATX und EATX Standard. Preislich aktuell bei 380 Euro bekommt man dafür aber hier hochwertige Materialien und ein sehr exklusives Design. Das war's dann auch schon hier zum Untech Talk Kurzreview. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hat es euch gefallen, lasst ein Like oder Abo da. Ich würde mich auch über Kommentare freuen. Für Kritik bin ich natürlich auch immer offen und ich würde einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal und ja, seid gespannt. Es wird definitiv ein Build in diesem Gehäuse geben.